Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Die Creepypasta sollte eigentlich gestern erscheinen an Halloween, also dem 31.10. Es ist aber etwas dazwischen gekommen. Ich habe eine Creepypasta, die ich selbst geschrieben habe, halt, und ich denke, das ist höchstwahrscheinlich die traurigste oder sagen wir eher die depressivste Creepypasta sein wird, die ich je auf meinem Kanal gemacht habe. Und weil ich war den Tag auch wirklich total, ja, sagen wir, depressiv. Ja, ich denke, das trifft es sehr gut. Und dann beginne ich jetzt. Ja. Hallo Leute. Ich möchte euch von einem Ereignis erzählen, das mir neulich passierte. Es verstörte mich bis an das Ende meines Lebens. Es war vor 2 Wochen, auf den Tag genau. Ich wollte eine Freundin von mir besuchen. Sie wohnte in der Nähe eines Waldstückes. Wir meinten zueinander, dass wir uns unter einer kleinen Lichtung im Wald treffen wollen. Ich freute mich schon eine ganze Ewigkeit darauf, sie wiederzusehen. Der Tag war nun gekommen. Ich machte mich frohen Mutes auf dem Weg zu der ausgemachten Stelle. Wir wollten uns dort gegen 15 Uhr treffen. Ich war etwas früher da, ca. 14.45 Uhr. Ich wartete voller Vorfreude die 15 Minuten ab. Jedoch, sie kam mir wie eine lange Ewigkeit vor. Dann war es 15 Uhr. Ich sah mich um, jedoch kein Lebenszeichen von ihr. Ich dachte mir, vielleicht hätte sie noch zu tun und würde etwas später kommen. Die Zeit verging, die Dämmerung setzte langsam ein. Es war circa 19 Uhr. Ich beschloss, sie anzurufen. Ich konnte niemanden erreichen. Ich wollte mich gerade niedergeschlagen auf den Heimweg machen, als ich plötzlich eine SMS bekam. Sie war von meiner Freundin. In ihr stand: Ich warte schon die ganze Zeit. Wann kommst du endlich? Ich blickte mich verwundert um. Ich konnte niemanden erblicken. In dem Moment kam eine neue SMS. Die Nachricht lautete: Wann kommst du endlich? Es wird kalt und es ist nass. Ich schaute zum Himmel herauf. Es war alles trocken und es gab kein Anzeichen, dass es bald regnen sollte. Ich ging zurück zu unserem Treffpunkt und rief sie erneut an. Wieder keine Antwort. Ich schrieb ihr nun eine SMS und fragte, wo sie genau sein würde. Ein paar Minuten später kam eine Antwort, die mich sehr verwunderte. In der SMS stand: Ich stehe direkt neben dir und ich halte deine Hand. Ich blickte mich fragend um. Mir wurde es immer seltsamer. Ich schrieb zurück und meinte, dass ich sie nicht sehen könne. Ich war nun sehr verunsichert. Es kam keine Antwort zurück. Ich ging nur nach Hause und versuchte zu schlafen, jedoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte. Am nächsten Morgen las ich wie jeden Tag die Zeitung. Ich schaute mir einfach immer die Todesanzeigen an, um zu schauen, ob ich jemanden von ihnen kennen würde. Doch was ich diesen Morgen las, schockierte mich sehr. Ganz unten stand eine Todesanzeige von meiner Freundin. Sie starb vor 4 Tagen. Aber wie konnte ich dann die SMS empfangen? Und vor allen Dingen, sie meinte, sie würde meine Hand halten. Und sie meinte auch, es sei kalt und nass. Wie konnte das nur möglich sein? Ich beschloss, mir heute von meiner Arbeit freizunehmen. Ich fuhr erneut zu dem Waldstück. Wieder erhielt ich eine SMS, dessen Inhalt lautete: Endlich kommst du zurück zu mir. Ich war sehr verwundert und schrieb zurück. Ich schrieb, wie es sein könne, dass sie in der Zeitung als tot angezeigt worden sei. Sie meinte, sie wäre immer in meiner Nähe, egal was komme. Ich war traurig und verwundert zugleich. Ich stieg in mein Auto und fuhr den Highway entlang. Ich war sehr abgelenkt. Ich geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein LKW kam mir entgegen. Ich sah in meinen Rückspiegel. Ich weiß nicht, warum ich das tat, aber ich sah meine Freundin. Ich war in einer Art Trance, ich wurde ohnmächtig und sah mit meinem letzten Blick den LKW. 2 Monate vergingen, die ich im Koma lag. Ich wachte sehr benommen auf. Eine Ärztin kam in mein Zimmer. Sie meinte, ich hätte wiederholt die ganze Zeit den Namen Anna gesagt.
Sie fragte mich, wer sie sei, und ich antwortete, meine Freundin, die starb. Jedoch rettete sie mir das Leben. Ich sah sie nach ihrem Tod in meinem Rückspiegel und wich so mit dem LKW aus. Ich geriet irgendwie auf die Gegenfahrbahn, mehr weiß ich jedoch nicht mehr. Die Ärztin fragte, ob ich denn schon wisse, woran sie gestorben sei. Ich entgegnete mit einem Nein. Sie erzählte mir, dass sie an einer Waldlichtung in der Nähe ihres Hauses umgebracht worden sei und auf der Lichtung neben einem großen Baum vergraben worden sei. Denn sie schrieb zuvor ein Testament, in dem stand, dass sie an dem Ort ihre Ruhe finden möchte, wo sie dich ein letztes Mal sehen könne. Nach dieser Nachricht begann ich zu sein. Ich fragte, ob denn der Mörder bereits geschnappt sei. Sie antwortete mit einem traurigen Nein. Mir liefen warme Tränen. Langsam, dann immer schneller die Wange runter. Mir wurde schlecht und kalt. Ich fiel erneut in Ohnmacht. In der Ohnmacht sah ich Anna. Sie war genauso, als wie ich sie das letzte Mal sah. Ich fragte sie genau, was passiert sei. Jedoch antwortete sie nicht. Sie sagte lediglich, komm zu mir und wir können für immer vereint sein. Ich sah sie ehrfürchtig an. Jedoch konnte ich auch meine Freudentränen nicht zurückhalten. Ich meinte, dass ich bald zu ihr kommen würde. In diesem Moment erwachte ich aus dem Koma. Ich schlug die Augen auf, meinte, ich habe eine Möglichkeit gefunden, um mit ihr zusammen sein zu können. Und das für ewig. Uns könne nichts trennen, jedoch muss ich dafür das Leben opfern. Die Ärztin sah mich fragend an, jedoch meinte ich, bitte, wenn ich das nächste Mal ins Koma falle, bitte helfen Sie dann nicht. Ich möchte sie nicht mehr warten lassen, denn sie ist das Wichtigste auf der Welt. Der Frau kamen die Tränen nach den gesprochenen Sätzen. Sie meinte, dass wenn ich das nächste Mal ins Koma fallen würde, die Geräte abgeschaltet werden würden. Ich bedankte mich. Es vergingen 3 Tage und dann war es soweit. Ich sah ein weißes Licht auf der anderen Seite. Meine Liebe, ich ging auf sie zu und griff nach ihrer Hand. Wir sind nun für ewig vereint. Nichts kann uns mehr trennen. Ja, sorry, wenn die also von grammatischen her etwas falsch war. Aber ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns wieder beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, ciao, euer Creepypasta. Okay.